wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen in Nepal. Wir haben es unglaublicherweise nach Kathmandu in ein neues Land geschafft. Ja, Mann. Und die Sonne scheint auch so ein bisschen, was schon mal geil ist. Gestern hat es so geregnet, als wir angekommen sind. Und heute erkunden wir natürlich ein bisschen Kathmandu. Wollen uns vor allem die Tempel anschauen, holen uns vielleicht den Roller, ein bisschen hier freier uns bewegen zu können. Gell? Das ist mal ganz wichtig. Und das allererste, was ich jetzt mache, ist mir so einen Zuckerrübensaft holen. Hello. Can I have a sugar cane juice? Das ist geil. Ist halt mega süß, logischerweise Zuckerrübe. Aber ich stehe auf süß. Willst du mal probieren? Das schmeckt dir bestimmt. Probier es mit dem Nussbett hier. Ganz nice. Schon mal eine kleine Side-Info. Wir pennen in Pakna Jol, also dem Distrikt Pakna Jol quasi. Und in dem sind nicht so viele Touristen. Wir sind eigentlich fast immer die einzigen, die man da so sieht. Was wir ganz angenehm finden. Wir haben auch ein ganz süßes Guesthaus, so bei einer einheimischen Familie. Und sind aber nur 5 Minuten von dem touristischen Distrikt Tamil, heißt der, ne? Entfernt. Da sind quasi 90% weiß. Wir finden es aber gut, so eine Mischung zu haben, weil da kann man auch mal irgendwie was anderes essen, mal auch was zu anderes Essen ausweichen, mal eine Massage sich gönnen. Also ist ganz angenehm. Aber ich finde es halt cool, in dem nicht so touristischen Distrikt auch zu wohnen, dass man das auch so ein bisschen mitbekommt, wie es halt wirklich in Nepal ist. Aber jetzt gehen wir Richtung Touri-Ecke, um was zu frühstücken. Wir haben heute Morgen den Tipp bekommen, hier bei Neva die Momos auszuprobieren. Und das haben wir jetzt direkt mal gemacht. Wir haben einmal Momos Veg mit Feta und Käse und einmal mit Feta und es ist auch gar nicht Feta, Spinat und Käse. Es wird kein Feta sein, aber es macht der Gewohnheit. Meine Momos esse ich sonst immer so. Nein, natürlich nicht. Und wir haben ja einmal Büffel. Buff, ne? Buff, ja. Buff. Genau, Momos ist, ich glaube, es schmeckt so ein bisschen in die Richtung wie, wie Maultaschen. Ihr wisst ja, ich bin eine Schwab. Schmeckt schon mal sehr gut. Bisschen kalt. Die verköstigen wir jetzt. Okay, wir sind da an der Kop Monastery und wir sind hier hingefahren, weil sie ziemlich weit außerhalb ist. Aber wenn man von hier erstens einen geilen Blick über Kathmandu hat und zweitens sind hier nicht so viele Leute. Und hier ist das Hauptgate, da kommen wir aber nicht rein. Wir haben aber gehört, wenn man hier die Seite lang geht, kommt man rein. Wir müssen mal gucken, man ist jetzt relativ hoch, ist schon mal ganz geil. Das richtig zu machen hier, oder? Ja, ich glaube, es war so. Okay, also wir sind jetzt einmal rumgelaufen und dann war hinten das Gate auch zu und die Polizisten meinten, wir brauchen eine Special Permission, wir müssen 10 Minuten irgendwo langlaufen, dann kriegen wir die. Und dann kam so ein anderer Typ, so ein Mönch, meinte er so, wir können einfach reingehen und jetzt sind wir drin. Keine Ahnung, ob das richtig ist, ob wir überhaupt richtig sind. Naja, wir gucken mal. Seid gespannt. Heftig. Ist das schön, Leute. Das ist schon krass, ne? Und hier so mitten auf einem Berg. Das hat was, ja. Aber heute ist so ein richtig heißer Tag, ne? Voll geil. Wow. Haben wir uns ja gestern noch gewünscht. Stimmt. Ist das schön. Thank you.
so schön hier, oder? Voll, so ruhig und keiner ist hier, wir sind die Einzigen, das ist richtig crazy. Ja. Ich finde diese Monastery so schön. Unfassbar. Unfassbar richtig ist es. Und wie sie sagt, wir sind die Einzigen hier, müssen noch keinen Eintritt zahlen. Ich glaube, in vielen anderen Orten, schon allein dieser Central Plaza da, kostet 1000 Rupien Eintritt. Und ja, das ist echt, also wir sind gar nicht da, wo wir hin wollten. Wir sind direkt neben der Cope Monastery. Da vorne ist die Cope Monastery, aber ich glaube, same, same, but different. Und jetzt gehen wir weiter, weil wir wollen uns noch ein, zwei andere Sachen angucken, die bestimmt genauso schön sind. Warte, noch schöner. So Leute, da sind wir und ihr seht schon, es ist super voll hier und auch gar nicht so entspannt wie eben. Ist auch, glaube ich, viel bekannter hier, die Monastery. Mal gucken, wie die Erfahrung so wird. Ich vermute, wie eben, war ein bisschen chilliger. Ah, wir gucken mal, sieht auf jeden Fall auch geil aus. Schon geil, oder? Boah, es ist richtig geil. Ja. Heftig. Also natürlich nicht so ruhig wie drüben, aber beeindruckender ist es schon, oder? Ja, ist schon heftig. Ich auch richtig cool finde, wenn ich diese kleinen süßen Häuser hier rumfahre. Ja, es ist mitten drin, ne? Ja, das ist so geil. Ja. Und natürlich die Fahnen. Die Fahnen und die Tauben. Geil. Die Tauben. Die Tauben müssen wir auf jeden Fall nochmal losschleuchen, die da drauf sitzen. Du musst einen Stein werfen. Also fett, richtig, richtig fett, hätte ich nicht gedacht. Und kein Eintritt. Doppelt gut. Win-win. Win-win. Geil. Okay Leute, wir haben uns hier am Rande, ganz oben, ein Restaurant gesucht, vietnamesisch. Zieht euch rein. Es ist so krass. Frag mich, warum wir beim Vietnamesen sind. Ja, warum nicht? Weil es geil ist. Ja, es ist geil. Ja, und ich wollte nur sagen, überraschend ruhig hier oben. Und ich fand's hier, ich finde den Platz hier echt geil. Und ich finde den Boden echt geil. Ja, ist richtig cool. Ich finde diese Mentalität irgendwie geil mit diesen Fahnen. Das ist alles irgendwie entspannt. Ja, das macht irgendwie Spaß. Es ist echt cool. Also ich bin auch positiv. Hin und weg. Überrascht. Wir freuen uns sehr. Hm. Roller mieten wir immer gut. Ich habe wie immer das falsche gewürfelte Deins im Wedge nehmen sollen. Ja. Ich habe Tofu und Curry, aber das Curry sieht irgendwie dicky aus. Dicky? Ja, dicky ist doch gut. Ja. Naja, wir lassen es uns schmecken und dann gehen wir noch zum Fluss, das, wo es hinduistisch wird. Und ich glaube, da ist es ähnlich wie in Varanasi, dass da auch Leute im Fluss oder am Fluss verbrannt werden. Wir werden sehen. Ich bin so weiß, wir müssen dringend in die Sonne. Nee, er sieht am Licht. Nee. Maschine. Also, wir sind jetzt beim Paschupatuna oder so. Ich blende es gleich ein. Hier sind Affen. Man muss also nicht zum Affentempel, um Affen zu sehen. Voll geil. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal uns hier um, wa? Ist wieder so eine andere Atmosphäre hier, ne? Aber auch geil. Auch geil. Und wenn wir jetzt da rein wollen in die Temple Area, dann müssen wir 1000 Rupien Eintritt zahlen. Überlegen wir uns nach. Wir gucken jetzt erstmal, was passiert, wenn man nicht direkt reingeht, sondern außenrum. Und ja, vielleicht lohnt sich das ja gar nicht, da reinzugehen. Geil. Ja, das ist ja geil. Man merkt direkt, dass es Hindu ist für mich. An den Farbe hat sich geändert von diesen Flaggen zu Orange. Oh ja, Holy Flag gibt es ja auch noch. Für die Touristen, ne? Naja. Ich glaube, das ist für dich da, oder? Ah ja, stimmt. Wir versuchen jetzt mal zum Fluss zu kommen. Wieder mal ein sehr spannender Ort, finde ich.
Also hier sind super viele Familien, große Familiengruppen, die ihre... Sorry. Hast du mich ein bisschen angespuckt? Sorry. Die ihre Verwandten begraben. Man merkt es voll, so die Stimmung gerade, wo wir unter dem Fluss waren. Relativ ruhig, traurige Leute, aber irgendwie trotzdem... Ja, es wird halt sehr offen hier ausgetragen. Ich meine, da können tausend andere Leute zugucken. Und da finde ich immer voll interessant. Also es ist ähnlich wie in der Varanasi, nur halt viel kleiner und ruhiger. Und wir haben uns entschlossen, nicht rüber zu gehen, also rüber über den Fluss quasi zu dem, wo man bezahlen muss, weil ich glaube, man kann die Atmosphäre hier genauso gut auffangen und wir wissen nicht, warum wir jetzt 8 Euro pro Person zahlen wollen. So, dafür waren wir schon in zu vielen Tempeln, sag ich mal. Angry Cow, Angry Cow. Da haben wir gerade kurz Schiss, oder? Nein. Sie ist so aggressiv hochgekommen. Vor dem schon, das ist ja auch ein Bulle. Der schreit so laut. Ja, und die Leute sind aber auch stehen geblieben, die anderen. Ich wusste nicht, dass sie so easy drücken laufen können. Ich dachte, die Treppe ist jetzt so ein bisschen hinter mir. Guck mal, Leute. Was wir gefunden haben, direkt hinter diesem Tempel, doch ist ein Tempel, Shrine, okay, Tempel. Ihr wisst, was ich meine, Tempel, ist ein richtig chilliger Park und man hat einen relativ geilen Blick, finde ich, auf Kathmandu, weil dahinter so die Berge sind, keine Ahnung, welche Berge, ganz chillig, lass mal, wir sitzen jetzt da vorne hin, oder? Was war das nochmal? Sandy? Was war das? Nein, du. Okay, dann ist es. Der ist der heilige Affenmensch. Der möchte ich gerade aber auch nicht sein. Boah, er ist so krass umzingelt. Ich glaube, Ella hat gerade den Seelenverwandten gefunden. Ich ziehe sie auch immer an, ich weiß auch nicht. Aber der kam aus dem Nichts, ne? Und hat sich zu Elle und jetzt setzt er sich neben sie, bellt, so als würde er sie verteidigen wollen. Das ist so sweet. Ich wollte eigentlich das Video jetzt beenden. Wollen wir das mal versuchen zusammen zu machen mit deinem Hundefreund? Er guckt jetzt weg. Okay. Also wir wollten sagen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Kathmandu fällt uns sehr gut. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Also man denkt halt immer, okay, Großstadt, Asien, okay, aber super schöne Plätze hier, auch der Park hier. Man merkt auch, hier sind nicht so viele Touristen, wenn dann die Leute mal anschauen. Liegt vielleicht auch daran, dass wir uns selber filmen. Aber ja, wir haben voll die schönen Tempel heute entdeckt. Hallo. Und ja, es ist super entspannt hier. Man kann viel entdecken, viele Tempel, ihr habt es gesehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es an mein Gesicht liegt, das kann ich nicht. Es geht zu weit. Ja, ich hab dich lieb. Hallo. Kommt zu mir. Geht zu Elle. Ja, danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.